Willkommen zurück zur Folge 3 von Banished. Hier in unserem Versuch, den Mountain Erfolg zu holen. Wie ist der nochmal richtig? Achievements und Mountain Man. Erfolg Mountain Man, richtig. So, jetzt haben sie hier das Schulhaus schon geebnet. Sieht recht gerade aus. Dann brauchen wir halt noch, wie viel war das? 16 Steine, 16 Eisen, haben wir alles. Was fehlt, ist Holz. Können wir vielleicht noch Harvest Trees, hier die um meine Umgebung. Pack die mal weg. Ich will die eigentlich gar nicht alle wegmachen. Ach, hier ist noch ein kleiner, den brauchen wir gar nicht wegnehmen. Hier bringt eh nicht genug. Weg damit. Die können wir hier machen. Ist das der hier hinter? Ja, das ist der. Der. Den großen. Hier kommen wir mal kleiner raus. So genau so soll das sein. Na guck mal, hier an dem Baum wachsen gleich Pilze. 23 Holz. Eisen. Ich soll gleich mal ein bisschen Eisen holen. Für die nächsten. Na guck mal, ist einer nachgeboren. Drei, jetzt haben wir 12, meine ich. Von 11 auf 12 hoch. Null Nahrung. Also langsam noch was hier drinne haben, nagen wir nicht am Hungertod. 12 weiblich. Mal gucken. 10 männlich. Da hätten wir wieder ein Pärchen, glaube ich. Also mit Nachname wäre schon cool gewesen. Dann könnte man sehen, wer mit wem in der Familie ist. Um genau nachzuvollziehen, wer zum Beispiel mit wem in ein Haus ziehen würde. Wenn es jetzt mehrere gäbe. Machen wir denn hier noch eine nächste Reihe hin? Ich denke mal schon. 1, 2, 3, 4. Und zu. Dann haben wir das relativ gut überbrückt mit dem Fischer dort. Hier vielleicht noch 4. 1, 2, 3, 4. Ach, der ist da. Der Karren ist noch da. Ja, wir haben gar keinen Storage sparen. Also solange der nicht voll ist hier, ich meine, ist das ja auch nicht so verkehrt. Zwei Leute. Ach, guck mal, noch einer nachgeboren. 13 haben wir jetzt. Dann passt es ja genau. Haben wir noch für einen Schüler, beziehungsweise einen Lehrer, haben wir noch was da. Die Jagdhütte ist fertig. Zeig mal her, sind hier irgendwo Tiere, dass sich's lohnt? Ein bisschen rauszoomen. Gerade hier kommt er nicht hin. Was, ob die Tiere hier sind? Nee, da sind sie. Ah. Sehe ich irgendwo weit irgendwo noch welche? Und dann brauche ich gar nicht erst innen drin stecken. Da oben. Wie sind denn das? Zweier. Dann gehen wir erstmal hier in Hand darin. Vielleicht kriegt er was. Das wäre natürlich cool. Gut, da haben wir alle Rohstoffe dafür da. Sehe, wir haben noch ein Werkzeug. Werkzeug will ich jetzt nicht unbedingt zuerst verkommen lassen. Ein Schmied. So, mal kurz überprüfen, wo wir den Trader hinmachen. Hier ungefähr. Nimmt den ganzen Platz hier ein. Okay, da nicht Schmied nicht hin. Nur her, Schmied hier. Umdrehen. Wir können hier hin machen, weil da geht es gerade nicht. Schneider wird bestimmt hinpassen. Nee, noch weniger. Wenn wir den hier umdrehen, dann wird er hinpassen, okay. Und hier zum Beispiel. Ups, einmal zu viel gedreht. Da, dann könnte man vielleicht noch ein Haus hinmachen. Warte, hier, nee, geht doch gar nicht. Aber ich muss noch ein bisschen Gebiet abchecken, es geht mit dem irgendwo am besten. Hier ist überall Berg. Schmied. Dann komm mal her. Mal kurz mein System weiterführen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und hier ist der Weg dann. Schmied. War es ja gleich nochmal da? Ich muss immer wieder suchen, egal wie oft ich hier spiele. 1, warte mal. 1, 2, 3, 4. Okay, dann passt kein Wohnhaus mehr hin, wenn ich den da hinsetze. Wenn ich hier gucke, hier würde ein Wohnhaus hinpassen. Dann baue ich so rum.
1, 2, 3, 4. So. Ich hoffe, das sieht am Ende auch so aus, wie ich es mir vorstelle. Und zwar gut. 4. Hier wäre es hier zu. Ja, würde es so passen schon. Was haben wir denn hier? Loks sind low. Genau, was braucht man alles? Haufenweise Steine, Eisen und Loks. Also Steine und Eisen. Oh, ein Teacher. Machen wir mal gleich. Bilder können erstmal weg. Brauchen wir ja nicht. Eisen brauchen wir noch ein bisschen. Und hier Steine. Ich glaube, Steine reichen nicht. 6 Steine. Die haben alle schon rausgekramt. Jetzt bestimmt Iron Low. Dachte ich mir. Steine. Mal gucken, ob wir hier noch was haben. Da ist noch ein Stein. Hier, da sind noch ein Stein. Okay. Da sind noch welche. Dann haben sie schon abgegrast. Und die da oben können sie noch holen. Hä? Ich habe ihn gar nicht befohlen. Aber voll stimmt. Warte mal. Wenn ich hier gucke, was die alles abhacken. Die Förster sind ziemlich clever gemacht hier. Die nutzen jegliche Fläche, die sie kriegen können, um die Bäume anzupflanzen. Das heißt, wenn hier irgendwo Steine oder wenn hier zum Beispiel Eisen rumliegt, dann laufen die Förster hier hin und hacken die Steine weg. Dann kommt so ein Laborer wie er hier. Oder Forester, auch nicht schlecht. Und räumt den Platz frei. Ist natürlich sehr clever gemacht. 300 Wurzeln, 274 Beeren. Guter, guter Mann. Schau mich nicht so böse an. Lass mal ihn drinnen für die Wege. Haufenweise Steine, ein bisschen Eisen. Holz hatten wir genug. Ah, cool. Eisen. Das Eisen holen sie ja gerade weg. Steine auch. Wir brauchen sowieso noch mehr Steine. Könnten wir denn irgendwo mal mit einem Steinbruch anfangen? Und die Steine reichen auf so einer kleinen Karte sowieso nicht lange. Die holen dort noch was weg. Steinbruch. Hier ein möglichst kleines Gebiet. Ich passe auch gar nicht hin hier. Zumindest nicht so in der Ausrichtung. Hier könnte es hinpassen. Nein, da oben ist noch eine Ecke. Da. Hier oben könnte man... Ja, doch, hier genau. Da mache ich Sinn. 80, 40 Eisen. 80 Holz. Na gut, wenn sie es abbauen, haben sie ja genügend. Aber hier kommen sie auch erst noch gar nicht rüber. Hier kommt der Weg hin. Mal gucken, wo... Ah, nicht ganz perfekt. Dann, hier, dort die Brücke hin. Der Weg ist hier. Nee, warte mal. Dort. Das hier ist der Weg. Muss mir mal merken. An der Brücke eins links und runter. An der Brücke eins links und runter. Wollen wir hier die Brücke machen? Perfekt zu dem Weg, wollen wir da rauskommen. Mal kurz ausprobieren. Geht nicht. Ach so, wir haben Steinstraße. Also guck, wir haben hier 32 und 8. Gucken, wo die kleinere kommt. 32. Okay, wir nehmen die Brücke hier. 32 Holz, 8 Steine. Bauen wir sie mal dahin. Und dort den Weg ran. Und hier ran. Und wenn sie hier durchgebaut haben, dann haben sie noch ein paar Rohstoffe. Ich lasse die Baustelle erstmal offen. Gehen sie eher erstmal dahin. Beziehungsweise, wenn das hier fertig ist. Oh, ich habe Pause gedrückt. Verdammt. Ich bin gewundert, wo die Töne bleiben. Stein. Bringen sie alles da an Eisen. Gut. Da kommen sie vielleicht noch hin. Sag mal her. Läuft da noch irgendwo einer? Hm. Muss sie wohl noch was abbauen. Die Steine holen sie noch alle. Die Steine holen sie auch. Ja. Mal gucken, hier unten noch was. Ah, hier könnten sie ja rumlaufen. Das finde ich nicht gut. Muss ich tatsächlich erstmal pausieren. Der ist schon eins removed worden. Läuft hier irgendwo einer? Irgendjemand war da schon fleißig. Warte, ich dachte gerade. Nee, dann such ich mal weiter Steine. Hier weitergehe, da hätten wir Eisen. Bräuchte sowieso eine Brücke. Hier hätten wir noch ein kleines Vorkommen.
Oder wenn wir hier weitergehen, da ist noch was. Die könnt ihr dann auch mal wegholen. Ist nicht viel, aber immerhin. Wir können alles brauchen. 13 Steine. Hm. Sowas von ziemlich knapp. Ein Student haben wir schon. Einer ist herangewachsen. Unseren kleinen Bauerstone. Eisen ist fertig. Hier brauchen wir 40 Eisen, aber wenn wir hier rüber sind, haben wir auch haufenweise Steine hier drauf liegen. Die können wir. Ah ne, wir brauchen jetzt Eisen für den Steinbruch. Wäre ja Unsinn, wenn wir für den Steinbruch Steine zum Bauen brauchen. Dann würde da gar nicht lohnen. Sag mal, war da schon irgendwo ein Tier? Ne, war nicht. Da oben sind da welche. Pass mal auf, ich gebe hier noch einen Hunter hinzu. Und hoffe, die. Wenn sie zu zweit sind, finden sie die da oben. Oder einer Hunter läuft da irgendwie dann kreuz und quer hier rum. Er guckt nicht, er läuft nur. So kommt es mir vor. 110 Fisch. Ach, 170 meine ich. Nicht 110. Letztes Mal hat er 90 neu gekriegt. Aber die sind alle gut am Futtern. Es lagert sich hier nichts an. Feuerholz, das lagert sich noch gut. Ach, es lagert sich auch hier drinne. Eigentlich wird es nur hier hingelegt. Das ist wahrscheinlich der Bonus von dem Karren. Damit man da halt ablegen kann. Ja, ein Stone sparen, den hebe ich mir auch erstmal auf. Ich brauche das ganze Holz und die Steine. 20 Steine. Es geht schon los. Oh, die Tiere kommen da unten. Haben die schon was gefangen? Nein. Schade. Die sind hier am Sammeln. Der müssen mal ein bisschen weiterlaufen. Bis hier hinten. Ziehen wir gleich alles weg. Wir brauchen eine Menge. Auch für die Brücke zum Beispiel. Den mal an die bringen das Holz schon hin. Nee, noch nicht. Okay. Dann nicht. Woodcutter. Nee, ich wollte gerade. Wo ist denn der Woodcutter eigentlich? Der bringt Holz. Okay. Picking up resources. Gut, ich wollte gerade rausnehmen, aber ich sehe ja, der holt schon Sachen. Dann kein Problem. 25 Steine. Ja gut, wenn ich Steine alle da links abbaue, dann... Oh, die haben Hunger. Nein! Hier, gebt mal ein Fischermeer rein. Und die Gatherer, guck ich mal, wo die alle rumkrepeln. Hat zu tun. Der hat nichts zu tun. Der hat zu tun. Mal reinstöbern, ob ich irgendwo Früchte sehe. Weil wenn ja, kann ich noch einen vierten geben. Nee. Nee, dann sammeln sie auch nichts. Na gut, dann lasse ich erstmal wieder einen Fischer und hoffe, dass die hier was kriegen. Huh. Böse, böse. Wohnhäuser müsst ihr auch machen. Nicht, dass meine Bevölkerung überaltet. Ist natürlich uncool. Ah, ein Werkzeug, verdammt. Glockslow. Oh, deswegen kann ich ja den hier. Damit hier Werkzeuge hergestellt werden können. 28. Oh, 100. Yeah, sag mal, ist jetzt Fleisch angekommen, wa? Ja, Tatsache. Cool. Das ist natürlich gut. Dann haben sie wahrscheinlich gleich 100 Fleisch eingelagert. Beziehungsweise machen sie es gleich. Kommt da jemand mit Fleisch? Okay. Da, die zwei. Ihr bringt euch nach Hause. Hier vorne, hier vorne, hier vorne, hier vorne, da. Ja, genau. Wunderbar. 100 Fleisch drin. Drinne. Und 6 Klamotten. Beziehungsweise 6 Leder. Kann ich später denn für Kleidung benutzen. Habe ich eigentlich gar keine Musik, sag mal. Musikvolume da. Ist irgendwie gerade aus. Apply. Zurück. Ah. Da ist die Musik wieder. Schön. 200 Fische geknackt. Schaffen sie die Steine noch? Wo laufen sie denn gerade? Hier laufen sie alle gerade zurück. Ihr habt nichts bei? Er hat was bei. Oh, 3 Steine schleppt er. 3 kleine Kiesel schafft er zu tragen. Na gut, dann warten wir halt mal ein bisschen. Hier ist noch ein Student. Würde dann bald einer nachwachsen? Hier nicht. Hier ist noch, wären noch 2 potenzielle. Dritter, vierter, 5, 6. 6 potenzielle Studenten haben wir noch. Haben wir noch? Da oben sind noch haufenweise. Pass auf, das ist ja der Hunter. Ah, nee, ist ein Kind, das spielt.
Gwesseler, Hunter, Fischer. Zwei Forester. Ja, passt erstmal alles. Jetzt haben die hier Hunger. Ach, ist doch. Nein. Der Hunger beginnt. Es war nicht so schön, aber. Ich muss sich erstmal Werkzeug sorgen. Wenn die kein Werkzeug haben, produzieren sie noch weniger. Das wollen wir nicht, beziehungsweise ich will das nicht. Wer geht denn hier? Den Gatherer läuft weg. Geh sammeln! Und da? Diese Dame? Labora. Die darf. Dann läuft noch ein Gatherer. Alter, geht alle sammeln. Aber gut, wenn nichts zum Sammeln da ist, ne? Würde ich auch nicht sammeln können. Hier sind haufenweise Herbs. Das Kräuter. Ach, guck mal, da läuft ein Jäger bestimmt. Ja! Los, sammeln. Mr. Thrawn Tony. Los, jag. Los. Nee, nicht da rumstehen und gucken. Oder fehlt dir dein Werkzeug? Deine Axt. Nein, lauf nicht weg. Du hast doch da Schande direkt vor dir. Lauf zurück. Los, trau dich. Trau dich. Hier, guck dir direkt in die Augen. Lauf da lang. Umdrehen. Na los. Du musst dein Volk annähern. Die anderen bauen für dich Werkzeuge und du gehst da nähern. Ach, pass auf, da kommt noch ein Jäger. Ach ne, ein Kind. Ja, das Kind kommt beim Jagen zu gucken. Der will nicht jagen, oder? Na toll. Jetzt laufen da noch ein paar lang. Noch, oh, noch welche. Ja, Jäger, bitte tut euer Werk. Wir haben alle Hunger. Wir warten nur auf euch. Hier Elba und... Was denn das für ein Name? Delbertus. Sie warten alle auf Fleisch. Liebe Jäger. Gebt euch einen Ruck. Du zum Beispiel. Gebt ihr einen Ruck. Nicht vielleicht die kleinen Rehkitze, sondern hier so ein... Nein, nicht weglaufen. Nur mal so ein ausgewachsenes Tier. Oder geht nur Auskundschaften und kommt dann in Verstärkung wieder. Wo läuft er denn hin gerade? Ist working. Und wo walkt er? Da natürlich, ist richtig, ja. Wollte wissen, wo er hinläuft. Hm. Wenn sie da hinkommen könnten, hättest du Pilze. Und da. Da wächst auch was. Achso, das sind wahrscheinlich. Das hier ist nur die kleine Pilzform von dem da. Oh, das sind Wurzeln. Da ist ein Pilz, die wachsen. Im Einzugsbereich. Ich gucke mal kurz hier nach. Wie viel haben wir denn? 44 Steine. Hier sind noch 4 drin. Die laufen noch hinter zum Sammeln. Ja, ist halt weit weg, aber was soll man machen? Geht halt nie anders. Okay, hier ist das Holz schon da. Das ist gut. Die bringt Fisch. Frischen Fisch. Im Winter hält er sich auch länger. So, jetzt aber ich dahin bringen, zu dem. Bringst du es? Jacquel? Hier, dahin, zu dem Haus. Nein! Nein, hier, die haben Hunger. Die sollen nicht durch Hunger sterben noch. Soll ich jetzt noch? Ich habe auch keine Steine für den Friedhof. Wenn die jetzt an Hunger sterben, dann sind sie wieder alle depressiv. Wir müssten halt ein bisschen besser mehr sammeln. Hier kommt noch Fisch. Du bist Genia. Du wohnst aber hier. Ich müsste da was reingeben. Sag mal, was machen die Jäger da hinten? 20. Die machen auch nicht das, was sie sollen. Guck mal, da hinten ist da haufenweise Futter. Oh, hat der gerade was gesammelt? Nee, das war nur Holz. Hier, Jäger. Da geht mal haufenweise was holen. Mr. Marlow. Geh jagen. Ja, du läufst richtig. Du läufst richtig. Ja, 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 ja. Noch nicht vorbeilaufen. Mach was. Für dein Geld. Du kriegst zwar kein Geld, aber du willst ja auch essen. Nichts. Nee, nicht weglaufen. Marlo? Hier zeigt deinem. Oh, dem Kind Nell, wie es geht. Ist natürlich ein Forster. Försterer. Ein Förster. So. Ach, schade. Die Hunter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Jetzt werden die hier verhungern. Da fängt schon an, siehst du? Da fängt schon an. Zu Hause ist er da. Toll.
Das ist der erste, der verhungern wird. Jetzt, nein, die auch noch. Ich nehme mal hier Förster raus. Ob ich auf Gatherer gehe? Oder Hunter? Ne, nicht Hunter. Doch, Hunter. Hunter haben wir haufenweise. Tiere haben wir eine Menge da oben. Die müssen mal ein bisschen was loslegen. Ein bisschen was reißen. Aber ob sie gleich noch was reißen? Ich meine, die haben schon ständig ausgekundschaftet, ob da was ist. Ob sie was reißen oder ob uns die Leute wegsterben. Wir werden es wahrscheinlich erst in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, auf Wiedersehen.